Portemonnaie ist cool. Sehr gut. Die Wurst mag sie, guck mal. Hat sie aufgegessen. Noch mehr Wurst, Pauline? Davon! Ne, alle? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe richtig gute Laune. Ich war den ganzen Tag unterwegs im Büro und habe gearbeitet. Ja. Oh, ich sehe gerade Leonas Luftballon-Girlande. Ist ein bisschen abgestürzt. Ich bin jetzt gerade dabei, Haushalt zu machen. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Werde jetzt den Abwasch machen. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video. Tisch habe ich schon abgewischt und die Blümchen dahingestellt. Die hat Alex Leona zum Geburtstag geschenkt und die haben wir von unseren Nachbarn bekommen. Ich liebe solche Blumensträuße. Wildblumen, finde ich wunderschön. So, mein Wasserglas, das kann stehen bleiben. Achso, übrigens, ne, der Tisch steht jetzt so. Wir finden, so kann man irgendwie besser drin sitzen. Und ja, wir finden es irgendwie so gemütlicher. Ihr könnt ja gerne mal abstimmen, wie ihr das schöner findet mit dem Tisch an der Wand. Oder so mittiger im Raum. Alex will die Lampe jetzt nochmal versetzen. Und hier ist Alex Shaker, denn er macht gerade so eine Abnehmkur. Ich kann euch das gleich mal kurz zeigen. Nicht wundern, ich habe mich eben schnell umgeworfen in gemütlichen Klamotten. Kennt ihr das, wenn ihr von der Arbeit kommt, dann will ich immer irgendwie was Gemütliches anhaben. Am besten Jogginghose oder so wie jetzt einen einfachen lockeren Pulli. Und dann mache ich meinen Haushalt, dann ist es irgendwie gemütlicher. Normalerweise mache ich noch Musik an. Ich räume jetzt gerade meine Spülmaschine ein. Alex hat hier schon seinen Shaker mit der Hand abgewaschen. Ich glaube, das passt gar nicht in die Spülmaschine. Und ich koche hier keine Pflanze. Das sieht so aus, als ob ich hier gekocht hätte. Das ist noch der Rest von dem Nudelwasser. Sorry dafür. Hier ist unsere Luftpflanze. Guckt mal bitte, die blüht langsam. Und die hängt ja hier immer am Fenster. Und ich finde die so schön. Die muss man halt so für ein paar Minuten im Wasser einlegen. Einmal bis zweimal im Monat. Und dann reicht das der Pflanze. Und hier kann man schon die Produkte sehen, die Alex derzeit benutzt zum Abnehmen. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt mal eben schnell umgezogen und fertig gemacht. Mein Haushalt ist gemacht, ich habe die Spülmaschine eingeräumt. Allerdings noch ein bisschen Abwasch, wir müssen da gleich einmal quasi wechseln. Der Alex ist auch mittlerweile da. Hallo. Und ich bereite jetzt schnell das Abendessen vor, dann kommt der Klavierlehrer und dann gehen wir mit den Mädels heute noch baden und ganz viel spielen oben. Und Alex hat mitgebracht aus dem Edeka, glaube ich, diese Eberswalder Würstchen. Eberswalde ist ja bei uns hier in der Nähe. Auf jeden Fall das Würstchen ohne Pelle, die hat sich die Leona gewünscht. Dazu gibt es Hotdog-Brötchen, Ketchup und was die Mäuse sonst noch so gerne essen. Leona isst noch gerne Schafskäse. Ich werde noch ein bisschen Gemüse aufschnippeln. Der Alex genießt gleich sein Porridge. Ketchup haben wir hier, Ketchup und Mayo. Warum ist das so dunkel? Übrigens war Leona heute das erste Mal in der Bibliothek in der Schule. Also erstmal das Geheimnis der Nacht, ja, so Einhorngeschichten, Heule-Eule, das haben wir irgendwo in einer anderen Ausführung oben. Und das coolste Buch ist dieses hier, das ist ein russisches Buch und sie hat auch gesagt, Papa, ich möchte Russisch lernen, da kannst du mir das beibringen. Aber ist eine gute Idee. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt, mit Büchern irgendwie. Also mehr Russisch beizubringen. Ich weiß nicht, wie krass. Den letzten Ketchup noch dazu zu kriegen. Oha. Was machst du da? Weiß ich nicht, ich habe mich nur angelehnt, aber mal irgendwas. Das ist Wasser. So geht die Pfanne kaputt. Haben wir keinen Ketchup mehr? No. Du siehst so sommerlich aus, Isi. Sieht ja gut aus. Danke. Hier gibt nichts mehr raus. Dann kriegen die Kinder jetzt Mayo. Oh, Leona mag keine Mayo. Deswegen hat sie Ketchup bekommen. Oh, ich darf mir das nicht angucken. Kriegst du Hunger? Ich habe schon hier meine Pillen in der Hand. Die nehme ich jetzt mal. Blöder Burger, der sieht einfach so gut und lecker aus. Das sind Hotdog. Das ist jetzt sowas. Ja, Entschuldigung, Hotdog. Machst mich gleich nass. Sag mal, hast du die Pflanze gewässert? Mhm. Da ist Leona. Die wächst weiter. Hilfe! Du musst deinen Laden einschalten. Frieda, was machst du da im Auto? Komm mal raus, Schatz! Erstmal ausziehen! Wart ihr draußen auf dem Spielplatz? Spielplatz wart ihr, ne? Mit Jule. Ausziehen! Was ist hier? Schön mit Jule auf dem Spielplatz. Hast ein neues Buch? Und eine neue Eins.
So, muss ich mal gerade hier noch die Rucksäcke auspacken. Für Paulines Rucksack und der kleine Hase hier gehört Frieda. Die waren jetzt gerade alle auf dem Spielplatz. Und du willst auch filmen? Ja. Also willst du doch, dass ich wegfahre, Leona? Ja. Im Auto. Aber nur, wenn Mama arbeitet, wenn ich in der Schule bin. Wenn nicht wieder, dass du arbeitest, bleibe ich wieder da. Ich muss sogar morgen arbeiten, wo du nicht in der Schule bist, weil Feiertag ist. Das war voll traurig. Arbeitet Mama wieder, wenn ich da bin. Dann kümmert sie sich nicht um mich. Aber Leona, wenn Papa morgen fährt, dann musst du mit Mama ins Büro mitkommen. Da 2 Stunden bin ich da bestimmt morgen im Büro. Das erste Mal. Wenn du willst. Ja, bitte. Aber du musst uns da in Ruhe reden lassen, ne? Ja. Du kannst dann irgendwie beschäftigen, malen oder so. Ich packe meinen Rucksack ein, auf jeden Fall richtig viel Essen und Trinken und noch Spielsachen, damit ich nicht gelangweilt bin. Genau, nimmst du deinen Rucksack mit Spielsachen mit. Juhu! Aber ich überhaupt dann morgen zur Schule? Ah ja, stimmt, morgen ist Feiertag. Morgen ist 1. Mai. Juhu! Morgen ist Feiertag. So, Essen. Ich mache euch noch Gemüse. Guck mal, die Frieda ist auch schon hier startklar. Willst du da rein? Wo hast du denn deinen Computer? Bist du alleine da? Nee, ich habe da ein Meeting. Was? Ich habe da ein Meeting im Büro. Ein Treffen mit anderen Leuten und dann wird da gesprochen über wichtige Sachen. Ich nehme auf jeden Fall mein Tablet mit. Das ist auch voll aufladen alles. Aber ich brauche kein Telefon. Nicht richtig. Gesundheit. Oh, der hat Danke gesagt, was gehört? Ja. Ja, Sprudelwasser. Warte, ich mach dir Neues. Oder hab deine Flasche. Alex, willst du auch was essen? Soll ich dir deinen Porridge machen? Okay. Doch, will ich. Ist gewaschen, das mache ich immer direkt nach dem Einkaufen. Ich muss morgen Mittag losfahren. Wir gehen danach noch Mittagessen. Da kannst du mitkommen. So, nichts Besonderes heute hier. Da. Oh mein Gott, du hast alles auf den Teller geschüttet. Das ist schlau. Ja. Sollte aufwachen. Und was ist hiermit mit dem Brot und die Wurst? Musst du auch essen. Ach, das nicht. Frieda! Ja. Nein! Was machst du da? Mama, Hilfe! Hier, du darfst natürlich auch was davon essen. Frieda! Friedi! Hat sich alles was machst du auf dem Kopf? Hast du einen Hut auf? Das Brötchen ist kaputt. So, in die Hand. So, gut festhalten und dann essen. Seit wann ist die Hotdog? Seit heute. Süß. Hallo. Papi? Ja? Wieso willst du nicht essen? Ich filme gerade und du langweilst dich gerade. Wann ist überhaupt Autosendung? Wolltest du nicht Autosendung? Sonntags, aber wir haben jetzt keinen Sonntag. Hey! Was machst du denn da Schönes? Porridge. Darf ich mal gucken? Oh, Frieda, nein. Für Papa? Hm, für Mama auch. Du musst lernen, wenn du filmen willst, immer gerade zu halten, nicht zu wackeln. Pauline ist cool. Sehr gut. Die Wurst mag sie, guck mal. Hat sie aufgegessen. Noch mehr Wurst, Pauline? Papa! Alle? Die ganzen Beeren schmeißen wir aber nicht weg. Nee, die kommen gleich nochmal in den Kühlschrank. Abwaschen. Das ist Paulines Rucksack. Paulines Rucksack. Thank you.
kleine Maus. Komm, fertig. Alle, Hände abtrocknen, dann gehen wir spielen. Kommst du da dran? Super. Schön den Mund waschen. Hast du gut gemacht. Super. Hocker weg. Hocker da weg. Richtig da drunter. Da. Danke. Dann lass mal das Maschine. Glaube ich nicht so gut, oder? Was baust du? Ein Turm. Bin ich ja mal gespannt. Wäre schön, wenn du auch noch was machst. Bernd, hilfst du mir dabei? Nur wenn ich morgen mit dir zur Arbeit kommen darf. Ja, darfst du. Nur wenn du mir versprichst, dass Mama, dass Papa und Pauline nicht wieder wegfahren. Das weiß ich nicht, ob das nur Papa selber entscheiden, ob der wegfährt, Schatz. Machst du den schiefen Turm von Pisa? Welchen schiefen Turm von Pisa? Kennst du den nicht? Den muss ich dir nachher mal zeigen. Jetzt zeigen. Warte, hier kommt noch dann noch die Spitze. Geht alles. Ich kann selbst einen Diamanten. Wie machst du das? Gib mir mal noch ein Dreieck. Ja. So, und jetzt müsste man das gleiche nochmal aufeinander stecken. Haben wir noch Dreiecke? Oh, geht nicht. Wie süß, die Frieda hat immer ihren Rucksack derzeit auf. Total süß. Meistens trägt sie ihre Wasserflasche mit sich rum. Frieda macht sie immer in einer Reihe. Schlaues Mädchen. Super. Hab ich von Opa. Und jetzt nur noch muss ich nur noch hinstellen. Frieda versucht danach zu machen. Oh, eigentlich könnten wir, weil wir können morgen ausschlafen. Morgen ist Feiertag. Kann man einen Film gucken? Ja, schon. Film ist dann ja. Nix für Kinder. Das macht Spaß. Willst du einfach gucken, welchen Film? Aber können wir machen. Juhu! Genau, wir nehmen euch da mit beim Aussuchen. Wir warten jetzt gerade auf Musiklehrer und danach können wir noch einen Film gucken, ja. Yay, Berg erklungen. Dann gehen wir mal spielen. Oh, Kleiderschrank ist offen. Blaues Wasser. Heute ist es ja mal wirklich hier aufgeräumt. Unser Brot mit hochgenommen, Pauline. Aktuell spielen die total gerne mit diesen großen Wasserbaustein. Die gibt es auch bei uns im Shop. Kann ich auch gerne mal in der Infobox verlinken. Das ist total cool, wenn man verschiedene übereinander legt, dann hat man andere Farben. Ich habe jetzt hier Rot und Blau. Wenn ich das übereinander lege, habe ich Lila. Und so hat Pauline auch die Farben gelernt. Total cool. Oh oh, das ist nicht so geplant, Schatz, dass ihr das da rausnehmt aus dem Memory. Ja, das für heute Abend schon richtig. Das heißt, oh nein, keine Bündel mehr. Aber wir können schon Sachen rauslegen. Frieda Schlafanzug und Body. Dann brauchen wir, wie gesagt, noch Pampers, die muss ich holen. Ich habe hier jetzt so zwei Krimskramskisten. Hier haben wir auch noch eine. Das sind alles so Sachen aus dem Wohnzimmer, weil das da wieder unten viel zu voll war. Können wir mal gucken, was wir da von zu Leona bringen. Achso, übrigens wollte ich euch zeigen. Der nicht cool, den habe ich ausgesucht. Pauline liebt ja Dinos und der ist riesig, der ist von Playmobil. Ich habe da Pauline ehrlich gesagt auch gar nicht gefragt, ob sie den haben will, weil ich den selbst so schön fand. Aber sie hat sich wirklich sehr gefreut. 25 Euro kostet, dann haben wir im Playmobil Store in Berlin in der Mall gekauft. Diese ganze Kleidungssachen kommt von Luna. Das ist ja noch das alte Polly Pocket aus meiner Kindheit, was ich damals hatte. Und da fehlen jetzt die Figürchen. Ist ja klar, dass die auch mal hier untergehen im Chaos. Jetzt könnt ihr sehen, was hier alles so drin ist. Normalerweise waren hier immer Schleichtiere drin. Hier ist aber auch Lego drin. Und der Herz zieht hier. Dafür sind sie schon fast zu groß. Was haben wir hier noch? Oh, die sind super, die Kreisel. Die sind auch aus dem Shop von uns. Die spielen da so gerne mit. Ich finde, Kuscheltiere kann man immer behalten, oder? Ihre Elektrowürfel. Aktuell mögen sie die Würfel wieder. Die waren mal nicht so in. Den hat Frieda zu Ostern bekommen, diesen Holzzug von Haber. Den finde ich wirklich toll. Dein Papa. Ist das der Papa-Dino? Dein Papa. Ah, okay. Was hilft, wenn man aufräumen will? Genau, alles einmal ausschütten und neu zusammenziehen. Ach, Mensch.
Hier kommen jetzt alle Schleichtiere rein, aber spielen die immer noch total gerne. Klops. Bitte nicht jetzt. Nein, nein, nein. Warte, Schatz. Der setzt sich erstmal aufs Parkhaus. Genau. Mama räumt auf. Okay. Mama sortiert eure Spielzeuge. Was meistens gar keinen Sinn macht. Genau, Frieda, komm her. Ah, ah. Wer versteckt sich da im Zelt? Achtung, Frieda kommt. Oi. Langsam. Und ich habe schon das ganze Obst und Gemüse gesucht, was hier fehlt. Oh nein. Haben sie das alles hier reingesteckt. Und die Mäuse haben wir hier auch. Da derzeit Pauline so gerne mit Playmobil spielt, werde ich, glaube ich, dort Playmobil reintun. Hier hat jeder eins jetzt zum Spielen. Ist hier was drin? Oh ja. Schön. Guck mal, wie Zwillinge. Mhm. Eine Fahne. 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 Ja. Fahne. Genau. Und du hast Stroh. Das ist Stroh. Kohle. Sag mal, Stroh. Die Sachen habe ich jetzt aussortiert. Ich weiß nicht, wo wir zugehören. Das ist für mich jetzt nichts mehr zum Spielen. Hier ist jetzt die ganze Kuhflur drin und so kleine Spielfiguren. Eigentlich war hier oben alles drin, was nach unten gehört. Ins Wohnzimmer. Hier ist die Pepper Woods Kiste. Das sieht sogar noch gut aus. Hier muss ich nicht sortieren. Gib mir das. Mann, Papa, helf ihr doch. Das mach ich doch. Was ist denn da los? Musikinstrumente haben wir alle hier stehen. Die Bausteine sind derzeit echt wirklich beliebt. Hi. Das macht aber schön. Das hat der Osterhase vorbeigebracht. Diese Arztkoffer. Wir haben das natürlich alles aus Holz. Ich möchte es jetzt auch nicht wegschmeißen, weil wir es halt jetzt haben. Die Kinder spielen auch gerne mit, aber wie gesagt, ich werde es jetzt natürlich nicht wegschmeißen. Das ist hier das Arztset, was wir auch im Shop haben. Das ist wunderschön. Jetzt packen wir es einfach noch in die Tasche. Hier sind nämlich eine Ultraschallbilder von den Tieren drin. Packen wir das hier noch mit rein. Hallo meine Lieben, ich wollte mich eben noch einmal ganz schnell bei euch persönlich verabschieden, das habe ich leider vergessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann will ich schon sagen, bis bald. Tschüss.